Ja, liebe Freunde, am schönsten ist es immer in Nachbarsgarten. Und wir sind hier heute im Nachbarsgarten und wir ernten sie heute. Die größte Tomate, die es in Pfalz-Höchheim gibt, behaupte ich jedenfalls. Falls noch jemand eine größere hat, soll er sich bei uns melden. Und hier ist der Tomatenchef. Vlado, wie lange hat dieses Prachtstück gebraucht, um so groß zu werden? Wie lange hat es gedauert? Sagen wir Anfang Juli, Mitte April, sage ich mal. Anfang April haben wir die Pflanzen eingepflanzt, also 3 Monate. In diesem Jahr hast du ein Gewächshaus. Mit dem Gewächshaus ist alles besser? Es hat funktioniert, aber wir mussten die Tomaten ein bisschen später einpflanzen. Nicht nur die Tomaten, sondern alles. Müssen wir später einpflanzen, damit die überhaupt überleben. Jetzt funktioniert es besser natürlich mit dem Gewächshaus. Wir haben auch draußen welche eingepflanzt, aber es dauert noch ein bisschen, bis die überhaupt was haben. Ja, jetzt gehen wir dann mal so an die Tomate. Und du wirst dann diese Tomate, Sohn Michael ist auch dabei. Michael wird die Tomate jetzt pflücken. Der Michael macht das? Ja. Ja, eine Riesentomate. So, Michael, deine Tomate ist das. Wie groß ist die? 1-2 Monate. 1-2 Monate ist die groß? Das ist toll. Zeig noch mal hier, heb mal hoch die Tomate. Boah, eine Riesentomate. Gut. Ja, und wir probieren hier die dickste Tomate. Willst du auch mal probieren? Das ist der Vlado, der Chef der Tomaten. Gut, ne? Ja, ich kann auf jeden Fall bestätigen. Lecker. Lecker?